ein erneutes herzliches Willkommen daheim, liebe Menschen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer uns letzte Woche verfolgt hat, der wird gemerkt haben, wir hatten noch einige Fragen übrig. Uns wurden diese Woche Fragen dazu geliefert, auf die sind wir gespannt. Klein war, habe ich mal meinen Vater gefragt, Pap, wie kommt es eigentlich, dass manche Menschen reich sind und andere nicht? Mein Vater meint, nur weil ich nicht reich sein will, weil wenn du reich bist, dann schrumpft dein Penis. Warum sonst, denkst du, fahren diese Leute diese teuren, protzigen Autos? Ich sag, weil sie reich sind. Nein, weil sie kleine Penisse haben. Und um das zu verstecken, kaufen sie sich diese teuren Autos. Was denkt ihr? Hm? Warum entscheiden sich manche Leute dafür, reich zu sein und andere wiederum nicht? Gibt's irgendwas, was an der Frage richtig ist? Irgendein Aspekt? Nein. Ich frage mich die ganze Zeit, warum hat der Song es doch? Also ich fahre ein großes Auto, weil ich einfach den Platz brauche für meinen Penis. Das ist das Einzige. In so einem Smart komme ich sofort an die Kupplung. Das hat überhaupt keinen Wert. Ja. Ich bin nur am Zwischengas geben. Also. Das ist ja sowieso, wir hatten das, glaube ich, hier sogar schon erörtern müssen, dieses Thema. Ich glaube, man nennt das doch ein Klischee. Ja? Großes Auto, kleiner Penis. Ich meine, ich habe ein kleines Auto, dafür drei. Ja? Also, der PKW ist nicht das Kriterium des Wohlstands. Ja? Über den Wohlstand, über Arm und Reich entscheidet die Verteilung der Produktionsmittel. Also, wer in der Hand der Produktionsmittel ist, verfügt auch automatisch über die Macht, Reichtum zu generieren. Gut, der Penis kann ja auch ein Produktionsmittel sein. Durchaus. Durchaus. Ne? Biber bauen Dämme mit ihrem Schwanz. Ja. Also, da muss man ganz klar sagen, wie kriegen die das hin? Das stimmt. Der Penis kann Produktionsmittel sein. Es wird auch viel Ausschuss produziert. Ja. Und du hast gesagt, wer die Produktionsmittel in der Hand hat. Ja, das ist richtig. Es ist ein schreckliches Klischee. Ja. Aber du hast, ich kenne ja dein Auto, Thorsten, du hast ja ein schwarzes Auto. Ich fahre deswegen SUV, weil es ja immer sein kann, dass ich Mittwoch umschule zum Holzfäller und dann brauche ich die Ladefläche und vor allem, ich brauche nach vorne hinweg den Platz. Ich habe da schon drüber gesprochen. Weißt du, sicher, ich habe nichts gegen kleine Autos, es ist besser für die Umwelt, aber jeden Tag mit dem schmerzenden Glied nach Hause kommen, sehe ich nicht. Weißt du, wenn ich bei anderen Leuten mitfahre, ist die erste Frage, kann ich das Handschuhfach aufmachen? All diese Dinge. Weißt du, ich fahre oft schon auf Ladeflächen von Transportern mit, weil es anders nicht geht. Und das ist ja gar nicht erlaubt in Deutschland. Du kriegst doch bestimmt auch eine Befreiung von kleinen Autos. Ich kriege eine Befreiung von kleinen Autos. Ich habe einen 5-Kilo-Schein schon. Das ist die eine Sache. Auto ist nicht das Problem. Aber wer jemals mit entblanktem Geschlechtsteil und einer Schubkarre zum Bäcker musste, der weiß, wie belastend das auch sein kann. Dass du da reinkommst und sagst, 4 Hörnchen bitte. Und die alle rufen im Namen Jesu, was ist dies? Ja, er hat doch schon eins mit. Ja, eben. Ja, von wegen Hörnchen. Verstehst du? Die meisten rufen Wahl, da bläst er. Und das ist halt. Ich hätte die Frage so gerne wirklich dahingehend spezifiziert, dass wir den Arm-Reich-Konflikt vertiefen. Oh, richtig. Stattdessen bleibt, ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt irgendwie da wirklich, ihr habt euch da am Penis aufgehängt. Mhm. Ja, aber an seinem. Das stimmt. Ich habe Geld, aber wenn es eines Tages weg ist, ist das für mich kein Problem. Dann werde ich mit runtergelassener Hose im Parkhaus als Schlagbaum arbeiten. Und dann. Tut mir leid, mir sind die großen Peniswitze ausgegangen. Buchstäblich. Ich hatte die bei der Geburt. Ich war ja auch ganz blau angelaufen, weil sich eben nicht die Nabelschnur, sondern der Penis um den ganzen Hals geschlungen hatte. Ja. Ich hätte schwören können, weil dein Vater ein Schlumpf war, aber ich habe mich vertan. Okay, aber Sie haben dann die richtige Stelle abgeschnitten? Aus Versehen am falschen Ende. Ja. Ja. Arm, reich, lang, kurz, das sind alles bürgerliche Kategorien. Es sind bürgerliche Kategorien. Ja. Ja. Die gehören überwunden, finde ich. Hallo, ich bin Sandra Maischberger. Das Sudden Repulsion Syndrome nennt man, wenn
ein Partner oder eine Partnerin vom anderen plötzlich total angeekelt ist. Auslöser können sein, zum Beispiel Fingerknacken, lautes Schlucken oder auch die Art und Weise, wie man sich bückt. Kennt ihr das und wodurch wurde es bei euch ausgelöst? Ja, man muss sich an ein paar Regeln halten einfach. Ich halte das, das ist so typisch wieder, dass es irgendwelche alltäglichen Dinge gibt, die werden wieder mit irgendeinem klugen Begriff aufgewertet und eingerahmt und dann, dann ist es plötzlich das Syndrom. Ja. Das ist so, es wird ganz normal gelebt und irgendwie, ne, da, manche streiten sich und plötzlich heißt es Weltkrieg. Ja. Die Frau Maischberger, ich meine, einerseits ist es ein großes Kompliment, dass sie wirklich von uns denkt. Wir hätten die Frage verstanden. Aber ist Knöchelknacken wirklich so schlimm? Also mir ist mal gesagt worden, man könnte nur 10.000 Mal onanieren, also zwei Mayonnaise einmal voll, dann wäre vorbei. Dann, ich würde von onanieren, würde ich Haare auf den Handflächen kriegen. Deswegen immer Gummihandschuhe, weil da. Und dann, kaltes Wasser gibt Flöhe im Bauch. Und wenn du lange genug Fratzen schneidest, bleiben die irgendwann stehen. Ja. Das stimmt halt alles. Sind das schlechte Angewohnheiten? Also ich kenne das wirklich, dieses Syndrom. Ich hatte das, ich wusste nicht, dass das so heißt, aber meine Frau hatte das wirklich ganz im Ernst mit mir. Weil, also sie hat eine Zeit gehabt, wo sie mich komplett eklig fand. Also allein wie ich da saß und wie ich nicht geredet habe und wie ich aber geschluckt habe. Und das fand sie richtig, das war eine schlimme Zeit. Also ganz wirklich ohne Flachs. Das war eine Zeit, wo ich dachte, was soll ich denn tun? Jedes Schlucken, jedes Schmatzen hat sie richtig angeekelt. Und das ist dann irgendwann ganz normal, das ist einfach weggegangen durch normale Teufelsaustreibung. Also. Aber ich hatte das ähnlich auch bei ihr, weil irgendwann, sie hat Nägel gekaut. Und ich wusste genau, ja, mein Gott, ne, ist es auch nötig und... Aber was mich halt gestört hat, ja, das war, dass es halt meine Nägel waren. Nein, aber das ist in so einer, das hat uns fast... ja, das kann eine Beziehung belasten, natürlich. Ne? Ja, ja, absolut. Das verstehe ich. Und wir sind da irgendwie... Aber es kommt ja dann immer darauf an, dass man auch zeigt, dass man auch Rücksicht nimmt auf den anderen. Dass wenn man weiß, die Geräusche stören, dann macht man halt das Radio an. Mhm. Aber kennt ihr das nicht? Also ich habe das wirklich erlebt als großes Belastendes. Das ging auch nur 2 Tage. Aber. Ja, das ist schon sicherlich, wenn man erlebt ja auch fast wie in einer Ehe. Ne? Also das Was heißt, leben wir? Ihr lebt ja auch fast wie in einer Ehe. Also sehr nah beieinander. Und wir sind ja verheiratet. Meinte ich ja. Ja, genau. Ich würde es als Ehe bezeichnen sogar. Ich bin bereit für die nächste Frage. Ja, so. Ja. Ja. Hey, Party People! Ich habe eine Frage. Und zwar, ich lese das ja jetzt jeden Tag in der Presse, dass sich die Bundesregierung und die Europäische Union nicht wirklich einig werden, wie man jetzt die Energiepolitik einigermaßen klimagerecht hinkriegt. Und deswegen meine Frage an euch, wo seht ihr den Vorteil, den ganz klaren Vorteil von Nuklearenergie? Der Vorteil von Nuklearenergie ist, es ist schnell verfügbare Energie. Und wenn du in so einem AKW einen Unfall hast, ist der Klimawandel unser kleinstes Problem. Ja, also Atomenergie meinst du, ist sowas wie der Traubenzucker unter den Energien. Schießt sofort ins Blut. Genau.
Das ist tatsächlich, Atomenergie hat nur gute Sachen bewirkt, wie zum Beispiel schnell verfügbaren Strom oder die Existenz von Godzilla. Und deswegen kann ich da nichts Schlimmes dran finden. Grüne Energie, buchstäblich. Ich glaube, kaum messbar. Ich glaube aber auch, dass man jetzt die Atomkraftwerke wieder anschaltet, weil der Naturschutzaspekt beim Abschalten auch nicht richtig beachtet wurde. Ja? Es gibt ja viele Lebewesen, deren natürliches Habitat ist das Kernkraftwerk. Ja? Also die Strahlenmilbe oder die Urankröte, was weiß ich, ne? Der Petroleummolch. Und wenn man es eben merkt, oh, diese Tiere sind jetzt bedroht, weil sie eben ihres Lebensraumes quasi weil der Ding genommen wurde, dann versucht man da jetzt gegenzusteuern. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Findest du? Ja. Und natürlich braucht man mehr Strom, schnellen Strom, da es ja immer mehr Autos gibt. Und Studien beweisen, mit Atomstrom fahren die Autos wirklich, du kannst viel leichter links abbiegen. Ja. Vor allen Dingen, wenn von rechts eine Druckwelle kommt. Da muss man sagen, da wird das Abbiegen zu einer Art Kinderspiel. Aber vielleicht ist ja die Nutzung der Atomkraft ja auch nur ein Zwischenschritt. Ich bin jetzt ja ein bisschen ärmlich, wie die Wissenschaftler da mal rangehen immer. Ja, das Uran wird gespalten und die Kohle wird verheizt. Man könnte es ja auch mal andersrum machen. Man könnte ja auch mal Uran verheizen und Kohle spalten. Ich habe mal so ein Brikett in der Wohnung gespalten und das macht viel schon Dreck. Ja. Das setzt wiederum Energie frei. Bei dem, ja, der ist wegräumt. Zum Staubsaugen. Ja. Zum Staubsaugen. Ein Perpetuum mobile. Das ist den Leuten zu sperrig. Schade. Also, findet ihr, ist also Atomstrom für euch eine Alternative? Zu was? Zum Tretboot? Ja. 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 Wenn du mich fragst, wie ich ein Tretboot verleihe oder ein eigenes AKW, muss ich ganz klar sagen, AKW. AKW-Verleih. Ich würde AKW-Vermietung übers Wochenende, damit du an James Bond schurken. Ach so, das also, wird aber kommen, zweifelsfrei. Oder dass es so kleine Camping-AKWs gibt, die man immer mitnehmen kann. Mhm. Alles ja. Andere, also ansonsten hätte mir der Fortschritt zu viel versprochen. Dann würde ich mich behümst fühlen von der Future. Die Frage führt ins Nichts. Sie führt absolut ins Nichts, ist es mir seit vielen Minuten klar. Aber ich kann einfach nicht das Maul halten. Das ist das große Problem. Das ist... Nein, wir sind uns einig, es ist eine Investition in die Zukunft. Jedes AKW zu wenig heißt mehr Future. Was? Nee, das war schon das Fazit. Also Nachfragen sind nicht mehr erlaubt. Okay. Ja, der Videobeweis hat sich ja in der Fußball-Bundesliga schon durchgesetzt, der VAR. Meine Frage an euch, sollte der auch im Alltag angewandt werden, wenn die Frau mal wieder schlecht gekocht hat oder gar nicht gekocht hat oder einfach gar nicht da ist. Pierre Littbarski, nicht wahr? Wenn die Frau gar nicht da ist, brauche ich einen Videobeweis? Das war echt schon Patriarchengewichs. Weißt du? Ja. Also, wo der Videobeweis wirklich wichtig wäre und wo ich ihn auch schon viel eher eingeführt hätte, das wäre zum Beispiel in der Geschichte. Ja? Bei den wirklich großen ja. Themen der Zeit, wie ist die Welt entstanden? Ne? War es jetzt der Schöpfer oder war es Zufall? Wenn da schon mal was mitgelaufen wäre, dann könnte man jetzt heute sagen, zack, so war's und Schluss mit diesem ganzen ja, hier Schlacht im Teutoburger Wald. Wie ging's los? Oder Achilles, wurde er wirklich an der Achillesferse getroffen oder, ja. oder an der Omme? Was weiß ich? Ja. Ne? Zweiter Weltkrieg, wer hat angefangen? Waren es die Bulgaren oder doch wieder die Deutschen? Ja, also man wüsste immer genau, was stattgefunden hat. Ja, Herr der Ringe, wie weit war das bis zum Vulkan? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass die da jahrelang rummarschieren. Hm? Die Zwerge und der andere Typ. Ja, es gibt auch viele Filme, in denen wirklich der Videobeweis sehr hilfreich wäre. Ja, der weiße Hai habe ich Gott sei Dank auf Video. Deswegen, ich kontrolliere das ja ab und zu. Also, könnte ich mir vorstellen, dass sich das durchsetzt und vielleicht werden die ganzen Kameras, die überall hingebaut werden, vielleicht werden die auch zu sowas sogar genutzt eines Tages. Auch auf der Toilette. Ich habe im Sitzen gepinkelt.
Deswegen scheiße ich in meinem Stehen. Das ist ein Protestding. Es ist sperrig, man muss sich ein bisschen konzentrieren, aber so hält es sich die Waage. Yin und Yang, Lollek und Bollek, Kikiriki. Ja. Und das würde man sich im Keller auf dem Videobeweis angucken. Wenn du das durch die Milchglasscheibe siehst, denkst du, ein Samurai. Aber du musst ja gucken, du kannst jetzt nicht die eigenen Innenschenkel bekoten. Und das ist eine ganz maskuline Haltung, wo du tief, stramm in den Bauch einatmest und dann Platsch. Das macht schon eine Welle. Du musst halt gucken, wenn du einen Tiefaufsitzer hast, ist das eine verhältnismäßig hohe Fallkurve. Mhm. Aber wenn du in Schüsselnähe bist und dich ein bisschen fokussierst, ist es überhaupt kein Problem. Das meiste kommt sauber zu liegen. Mhm. Lass uns weitermachen. Ja. Ja, ich denke, mehr ist aus der Frage nicht rauszuholen, oder? Ja. Ich liebe die Muppet Show und die Sesamstraße. Welche Serien habt ihr als Kinder eigentlich geschaut, die euch was fürs Leben gelehrt haben? Ich habe früher Sesamstraße und Muppet Show geschaut. Und was uns das, was wir geguckt haben, was natürlich Sesamstraße, natürlich. Ich fand das immer super, weil da waren immer so Männer mit Rollis, die sich mit einer großen Selbstverständlichkeit mit Handpuppen unterhalten haben, was ich immer sehr gemocht habe. Das ist, hey Steve, auch so später kam in der Muppet Show, auch so Prominente. Frank Sinatra kam rein und hat dann völlig normal mit so einer Grille geredet. Gesagt, hey Grille, hey Frank. Und dann haben die so ein seriöses Gespräch geführt, was ich gar nicht packen könnte. Ich würde nach zwei Sätzen würde ich sagen, nimm die Hand aus dem Arsch dieser Puppe und guck mich an, wenn du eine Frage hast. Ich hätte es nicht gekonnt. Und das war immer so faszinierend. Ich habe unheimlich viel gelernt von Grobi. Na? Fern! Da schnell sind mir Abstände klar geworden. Und das war, Grobi hat mir viel beigebracht. Und Melancholie habe ich 1:1 von Kermit übernommen. Einfach, weil Kermit der Frosch ist immer für mich so eine Art Heldenfigur gewesen. Das und Grobi. Also ich habe sehr viel von den Wombles mitgenommen. Ich fand die Wombles ziemlich großartig, die alle gesprochen wurden von Dieter Hallervorden. Die Wombles, das war... Die haben so unter Tage gelebt. Dann kam Hallo Spencer. Da haben sie versucht, so Figuren zu wie die Queech Boys. Wurde gesagt, was wollt ihr von mir? War keine Kohle da? Und dann immer, hallo, hallo. Und die hießen ja Percy. Komische, das war so richtig, wo du gesagt hast, wo ist der Kontext? Hallo Spencer. Und wer ist Spencer? Und das Schlimmste war Rappelkiste. Das kennt ihr nicht, aber Rappelkiste war die allergrößte Pädagogenscheiße, die dir je untergekommen ist. Ich fand den Klee-Klar-Klavitterbus noch besser. Worum es geht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich fahre mit dem Klee-Klar-Klavitterbus. Also das alles, was deine Eltern dir gesagt haben, mit steig nirgendwo ein bei Fremden, wurde durch den Klee-Klar-Klavitterbus wieder kaputt gemacht. Weil die sagten, fahr mit dem Klee-Klar-Klavitterbus. Ich weiß nicht, wie viele Kinder in den 70er Jahren in so einen scheiß roten Bus eingestiegen sind. Und dann, keine Ahnung. Und, ich will mich nicht reinsteigern, das war total gut. Und Pantau. Ich habe nie verstanden, warum der Pantau heißt. Weil Tau ist ein Stück Seil und Pan ist dieser Gott mit diesen Boxfüßen. Und das war diese Actionfigur, die so... Der kam im Auto angeflogen, den Rest habe ich nicht verstanden. Hat bei Familie Urban gelebt. Und das war... ich habe nie verstanden, was der Punkt ist bei Pantau, aber ich habe es geliebt. Schlimm, Augsburger Puppenkiste. Man kann es lieben oder hassen. Kleiner König Kalle Wirsch, läuft alles bei mir. Marionetten, Augsburger Puppenkiste, da war viel Mühe drin. Da hat man den kam dann immer so, hallo Kalle. Dann kamen die irgendwie so angeschissen an Strippen, wo ich dachte, komm, lass, okay, komm. Aber spätestens, wenn siehst, wir stechen jetzt in See. Da habe ich vom Fernseher gesessen und gesagt, das Wasser ist aus Plastikfolie. An sowas bin ich kaputt gegangen. Wenn du Wasser nicht, dann nimm Wasser. Verstehst du? So eine Puppe kann mal nass werden. Aber wenn du anfängst mit so Plastikfolien-Sachen, da war ich immer raus. Ich fand Lollek und Bollek gut, weil ich habe mehrere Folgen geguckt. Ich habe auch später in meinem fortgeschrittenen Alter mehrere Folgen Lollek und Bollek geguckt und weiß bis heute nicht, was ist der Punkt? Worum geht es konkret? Das sind ja zwei Zeichentrickfiguren, wo du denkst, sind die vollkommen verhaltensgestört? Und dann sind die gefahren und dann... Oder Tom und Jerry. In Tom und Jerry habe ich alles über Gewalt gelernt, was ich wissen wollte. Das ist ja unfassbar. Die haben sich angezündet, gesprengt. Oder Tweety und Sylvester, das war noch schlimmer. Tweety und Sylvester war wie was von Quentin Tarantino. Und das ist... ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort wäre ohne Tweety und Sylvester. Habt ihr das gesehen, Tweety und Sylvester? Was ist mit... Was war? Wird ihr kryogenisch eingefroren oder was? Oder? Ansonsten kann ich dazu wirklich nichts sagen. Du ja auch nicht. Zu diesem ganzen Thema. So, die nächste Frage.
wenn man zur Empfängnisverhütung den Coitus interruptus anwendet. Wann ist der letztmögliche Zeitpunkt? Am Mittwoch davor. Das ist besonders sicher. Also wenn du weißt, Freitag ist sofort, 6 Tage zurück. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Muss es ja der letztmögliche Zeitpunkt? Ja. Um sozusagen, wenn die Frau aus dem Raum ist. Also dann sollte es schnell gehen, denke ich. Ich würde das im Endeffekt, wie du, auch von der Partnerin abhängig machen. Ja? Also selbst während des Coituses, also während des Sexes, sendet jede Frau ja Signale, ja, dass sie... Dass es weitergehen soll. Nee, so ein Morsecode, dann mal richtig... Also ich kenne, dass man dann eben sowas wie, es reicht doch jetzt, oder muss das noch sein? Also, dass man... Man muss natürlich kommt zum Ende, ja. Wach genug sein und dann kann man reagieren. Und das muss aber jeder, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die kann man jetzt nicht in Worte weitergeben. Ich habe das meinen Vater mal gefragt, weil mich das wirklich sehr interessiert hat. Er hat gesagt, er hätte den Moment verpasst. Alle meine 3 Kinder sind durch den Coitus interruptus entstanden, ne? Und bin ich durchaus stolz drauf. Sie sind und ich auch. Und darum hatte ich immer das Gefühl, auch ein Wunschkind zu sein. Ja. Ja, aber wie viele von deiner Familie haben einfach am Bettpfosten geklebt? Das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ja, ich meine, Empfängnisverhütung, Familienplanung, das sind ja Segnungen des Fortschritts. Ja? Also, dass man jetzt beim Krämer vorstellig wird oder bei der Krämerin und sagt, hier, Handeltreibende, gib mir ein Kondom. Ja? Generationen haben davon geträumt, die mussten sich behelfen mit Strauchwerk oder so. Oder das war ja schon immer... Die Schafsdärme haben sie genommen. Richtig. Und ja. Leder. Oder manchmal ganze Schäfe, Schafe. Ganz komplett. Schäfe, nein, Schäfe ist schon der Plural. Ja. Schäfe. Mehrere Penen. Was da alles mit reingestopft wurde, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so ein Kondom ist angenehm subtil, also man sieht es kaum. Wenn du hingegen im Mittelalter flog die Tür auf, du kamst rein mit dem übergestülpten Schaf, alle wussten, was abgeht. Und das ist, Coitus interruptus ist wohl keine wahnsinnig sichere Art zu verhüten. Nein, nein. Also zwischen Männern ja, aber wenn man jetzt, die Samenabgabe quasi innerhalb... Die Samenabgabe, wie klingt wie irgendwas vom Finanzamt Recklinghausen Süd. Denken Sie bitte an Ihre Samenabgabe. Ja, ich fahre Mittwoch vor. Wo ist der Melkcontainer noch mal? Genauso klingt das. Denken Sie an Ihre Samenabgabe und an den Solidarzuschlag. Ja, also man muss, glaube ich, in Summe feststellen, der Coitus interruptus ist sehr kompliziert. Ich habe Coitus interruptus mal probiert. Ich habe dann zwischendrin abgebrochen. Ich hab mein Studium abgebrochen. Ja, weil ich durch einen Coitus interruptus entstand. So, seid ihr ready for the next question? Was soll ich mal werden? Was soll ich studieren? Was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Das sind ja alles sehr wichtige Fragen für die meisten Menschen. Aber deshalb interessiert mich umso mehr, wann habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr für das normale Leben völlig untauglich seid? Bin ich gar nicht. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Also das ist eine ganz falsche Annahme, ja, dass wir dafür untauglich sind. Guck uns doch mal an. Ja. Ich gehe jeden Tag einkaufen. Ich ziehe mir eine Hose an, bevor ich einkaufen gehe. So viel Zugeständnisse mache ich. Wir sind alltagsgestellte Recken, wirklich. Also die Frage ist eine Unverschämtheit. Ja. Das stimmt. Das ist ein Affront. Eine spitzzüngige. Was denkt ihr eigentlich? Ja? Ja. Also bei mir gab es den Moment, das weiß ich noch, dieses normale Leben, was man so hat. Ja? Du machst irgendwie die Bühne, anschließend ist die Aftershow-Party, dort ist dann Sex and Drugs and Rock'n'Roll und da sind die Groupies und da ist Ströme von Alkohol und Koks und Nutten. Und immer wieder, diese Alltagsnormalität hat mich irgendwann dahin
Zug gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte was Besonderes machen, was Außergewöhnliches. Ja. Also insofern bin ich für die Normalität, wie ich sie kenne, eigentlich nicht gemacht. Ich fühle mich manchmal auch richtig privilegiert. Und dann denke ich mir, na, jetzt drehst du wieder ab. Und dann sammle ich einen Moment und gehe über mein Gestüt und denke nach. Ich geh zum Südturm, da habe ich eine kleine Kathedrale für mich. Und dann überlege ich, warum bin ich so geerdet? Was ist, weißt du? Du musst einfach, um zu zeigen, was du alles nicht brauchst, musst du einfach mal eine Stradivari-Geige anzünden. Einfach, um zu zeigen, alles ist endlich. Du bist nichts Besonderes. Und du hast ja noch vier. Das ist richtig. Du? Das immer wieder sich hinterfragen. Also ich frage mich zum Beispiel, ich habe zwei Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Erstens, warum? Und why? Damit ich auch so den Blick von außen auf mich habe. Wie oft habe ich Consuela mit dem Zeppelin nach Florenz geschickt, um einfach Marmelade zu holen? Und das sind Sachen, die ich jetzt lasse einfach. Was ist das für dich das Normalste, was du dir vorstellen kannst? Sag mal für dich das Normalste, was dir spontan einfällt. Das Normalste? Das Normalste auf der Welt. Was ist für dich das Normalste? Singen. Und dann was noch Normaleres? In die Sauna gehen. Und was ist das aller Normalste? Mit dem Pferd durch die Sauna rein. Das ist Normalität. Ja? Mir geht das genauso. Ich möchte nichts vom Leben. Ich möchte nur, dass diese Körperwelten-Exponate, dass man die kaufen kann, weil ich gerne diesen nackten Schachspieler fürs Esszimmer hätte. Mehr verlange ich gar nicht. Ja. Ein sehr guter Vorsatz jedes Jahr wieder der Deutschen ist, ihr Sexleben zu verbessern. Wie würdet ihr das denn machen? Möglichst unfallfrei und ästhetisch. Das würde mich sehr interessieren. Was? Schon wieder so eine Sexfrage. Sind wir beim Zipfeltreffen? Oder? Das war Annette Louisian. Ja, toll. Sie sieht von oben sehr klein aus, muss man sagen. Das war eine Illusion? Bitte was? Das war keine Illusion. Das war eine Illusion. Ich hab verstanden. Das war eine Illusion. Das war eine Illusion. Nein, aber es geht erotische Kontexte. Jeder nimmt sich ja etwas vor im Jahr. Wenn ich es richtig verstanden habe, gute Vorsätze. Man will ja eben, dass es nicht nur im Schlafzimmer quasi Trübsal geblasen wird. Johann, sag irgendwas. Also, ich bin ja aufs Essen übergegangen. Essen ist der Sex des Alters und es gibt ja nach dem Essen Sätze, die man auch nach dem Sex sagt. Zum Beispiel, mach mal so, du hast hier noch was. Ja. Ich glaube, da gibt es wie immer kein Patentrezept, oder? Also es ist wichtig, dass man spricht miteinander, also dass die sich begatten Wollenden früh schon in den Diskurs gehen. Ja? Das ist wichtig. Reden, reden, reden. Und wenn man genug geredet hat, kann man sich die Prozedur nachher eigentlich auch sparen. Ja, und aus dem wunderschönen Sachsen müssen wir uns nun von Ihnen verabschieden. Es war uns eine Freude, Ihnen geistig dienen zu dürfen. Und wir hoffen, Sie sind uns auch nächste Woche wiedergewogen, wenn es heißt Gipfeltreffen. Vielen Dank und gute Nacht.